Hallo. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, habe ich eine fette Erkältung, aber ich hoffe, es geht trotzdem. Heute besprechen wir die Industriemeister Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2014-2. Beginnen möchte ich mit der Aufgabe 6. Bei der Aufgabe 6 handelt es sich um eine Kugel, die 120 Gramm wiegt und mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf eine Feder auftrifft und dadurch abgebremst wird. Die Daten möchte ich wieder in einer Skizze eintragen, um die physikalischen Zusammenhänge für mich besser deutlich zu machen. Also, wir haben eine bestimmte Masse von 120 Gramm. Diese Masse fällt aus einer für uns zunächst unbekannten Höhe auf eine Feder und beim Auftreffen auf die Feder hat die Kugel eine Geschwindigkeit von v gleich 1,2 Meter pro Sekunde. Nach dem Auftreffpunkt wird die Kugel die Feder natürlich zusammenpressen. Und über den Federweg S